Am 8. März 2013 kommentierte Danny202 unter meinem Airsoft Girls Video: Mach doch mal eine 20k-Abo-OP. Und da dachte ich mir, jo, mach ich einfach. Und am 1.6.2013 fand diese OP statt. Organisiert wurde sie von mir und Escape zusammen. Wir haben im Voraus mehrere Monate lang Bewerbung aufgenommen. Das heißt, jeder im Alter von mindestens 14 Jahren konnte sich bei uns bewerben. Und wir wollten eine OP veranstalten, die gerade jüngeren Airsoft-Spielern ermöglicht, auch mal auf einem legalen Gelände zu spielen. Es war eine so gesehen nur 0,5 Joule-OP, auch wenn GBB-Pistolen bis 1 Joule erlaubt waren, wenn man über 18 Jahre war. Ja, im Folgenden werdet ihr zwei Videos sehen von dieser OP. Ich denke, die Videos sind sehr gut gelungen und dafür den Umständen entsprechend wurden sie recht schlecht aufgenommen. Ich habe die OP veranstaltet und konnte selber nicht filmen. Das lag daran, dass ich direkt vor der OP noch im Krankenhaus lag und eine Operation hinter mir hatte und mich nicht bewegen durfte. Und deswegen konnte ich auch meine schwere Steadicam unmöglich tragen und habe quasi nur aus der Hand gefilmt mit einer super schlechten Kamera. Ich denke, die Aufnahmen sind trotzdem sehr sehenswert, weil sie auch zeigen, dass gerade jüngere Airsoft-Spieler auf OPs eigentlich sehr wohl ihre Daseinsberechtigung haben, genauso gut spielen können, wenn nicht sogar besser in vielen Punkten. Und ich denke, da sollten sich auch mal andere Spieler ein Beispiel dran nehmen, dass man nicht mehr als 0,5 Joule braucht, um wirklich Spaß zu haben und alles darüber eigentlich nur ein Verletzungspotenzial mit sich bringt. Und man sieht gerade bei diesen Videos, worum es eigentlich geht. Es geht darum, Spaß zu haben und nicht sich gegenseitig zu verletzen. Und da finde ich, das ist einfach eine sehr gut gelungene Sache gewesen. Das Wichtigste nochmal für euch. Ansonsten hängen alle Regeln vorne aus am Eingang, das habt ihr schon gesehen. Es hängt auch an mehreren Stellen hier der Event-Ablaufplan. Da ist zum Beispiel darauf verzeichnet, wann wir hier eine Mittagspause machen. Das wird gegen 13, 14 Uhr sein, das werden wir dann bekannt geben. So, das Wichtigste ist, dass wir alle eine Schutzbrille haben. Und damit meine ich nicht nur die Spieler, sondern alle, die sich auf dem Gelände hier bewegen. Und diese Schutzbrille wird nicht abgesetzt, während des gesamten Spieles nicht. Der einzige Ort, wo ihr sie absetzen dürft, ist in den Baracken, wo ihr drin geschlafen habt. Das ist Safe Zone. Der Rest, ich möchte auch niemanden sehen, der die Schutzbrille absetzt, um sie sauber zu machen. Schon gar nicht im Spiel. Sowas ist einfach ein absolutes No-Go. Und die Brillträger, eine Brille, die man als Brillträger trägt, ist keine Schutzbrille. Dort muss ebenfalls eine Schutzbrille drüber getragen werden. Wer sich jetzt total erwischt dabei fühlt, dass er keine dabei hat, meldet sich bitte bei der Orga. So, das Wichtigste ist auch noch der Sicherheitsabstand. Für was kämpft ihr? Für den los! Los, 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 los! Bewegung! Los, 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 schnell, schnell, schnell! Damit ihr vor denen da seid! Rennt! Thank you.
Bravo 1 kommen. Wir sind ja am Heizhaus. Heizhaus, ab du. Für was kämpft ihr? Yeah. Und los! Ich hab dir gesagt. Hier, rein. Mitkommen, Pokal hier. Tauschen. Los, nimm die Flagge und komm her! Und los, als gesamtes Team wieder zurück zum Akku! Team Gelb zurück! Schon der zweite Punkt, oder? Das ist der zweite Punkt. Oh, super. Okay. Das Licht, wa? Habt ihr noch ein Funkgerät über oder was ihr mitnimmt? Das selbst schon, ja. Ja, das selbst schon. Darf ich das für den Tag ausleihen? Da hinten guckt ihr mir aus dem Fenster. Achso, stimmt. Ja, schade. Lass mal hinauf, wie genau. Verarschen, was war denn das? Die Tür. Ja, wir haben festgestellt, dass man die Leute rumscheuchen muss und ich habe sie gerade alle in den Tod geschickt. Aber wenigstens haben sie sich bewegt. Das haben wir aber auch schon gemacht. Also, ja, man muss, das, man ganz muss, ganz das war ein Headshot, Freunde. Ah! Orga! Woo!
verlierst Kugeln. Nach vorgehen. Und los, alle rein, alle rein, alle rein. Holt mir die Flagge. Einer, alle können sie nicht. Hit gehen vielleicht. Der Rest überrennt die Gegner einfach. Also einfach rein und los. Bei drei, Dauerfeuer und los. Und dabei schießen. Wartet. Erstmal muss er zurückkommen. Sonst überrennt ihr den. Wer ist so. Eins, zwei, zwei, drei. Raus. Los, 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 Dauerfeuer. Los, schieß, los, schieß. Los, schieß. Feuer, 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 Feuer. Los, 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 weiter, weiter, weiter. Nicht zur Mauer, zum Heiz aus. Lauf weiter, sonst haben wir nichts gewonnen! Was feuern die denn hier? Das kann doch nicht sein! Du hast mir gerade voll gegen die Brille getroffen! Oh, voll in die Brille! Alter, der hat mir voll die Brille getroffen! Alter, ich bin so gut! Komm, wir müssen weg! Die Letzten können die Flagge holen, ihr schafft das, Jungs! Und los jetzt wie Special Force Soldiers hier lang rennen! Wo rennen die alle hin? Alle. Das ganze viele BWs dabei. Du hast die alle verloren unterwegs. Ja. Da rennt gerade ein Roter. Schieß ihn ab. Komm, geh vor, geh vor. Renn rein ins Gebäude, rein. Gebäude stürmen. Achtung, vor dir. So geht das. Da hin. Sag doch auf Zivilisten, schießt man nicht. Jawohl! Für wen kämpft ihr? Für dich! Super! Mehrere, hier können mehrere bauen. Halt, Moment.